Leute, herzlich willkommen zurück zum Monster Hunter und ich habe das Outfit komplett. Ihr kennt es ja schon, haben wir früher mal gehabt in der Billigversion. Nun aber, ja, wollen wir ein wenig Dailies machen. Denn, so, erstens, ich habe meine 25 Marken voll und habe mittlerweile den Black Wolf Bird Elite freigeschaltet. Und, ja, lasst uns zuerst die Daily machen und danach zum Abschluss den Black Wolf Elite. Wir sollen eben kurz einen Kamine weggenatzen und das sollte recht schnell gehen mit ja, einer Gruppe. So, was gibt's Neues? Ich habe eine Gilde gegründet. Und wir sind auch schon zu zweit. Jetzt fehlen noch ein paar andere. Also sprich, zwei, die ich auf jeden Fall einladen kann, sind diese beiden hier, SoulSilver und Blantex. Und ja, da haben wir schon eine kleine Gilde aus vier Leuten. Und Dark LP hat jetzt ebenfalls auf dem Server hier angefangen, damit wir gemeinsam dann irgendwie ein Let's Play aufnehmen können, beziehungsweise dann auch gemeinsam in den Let's Plays am Ende jagen. Ich meine, mit mehreren Leuten ist es einfach einfacher. In der Gilde scheint man dann auch gewisse Vorteile zu bekommen. Ich glaube, unter anderem halt ein paar Bonusse. Unter anderem habe ich auch irgendwo, glaube ich, gesehen, dass man ein Gildenlager haben kann oder sowas in der Art. Naja, bin ich gespannt. Jedenfalls, falls ihr Bock habt, mitzumachen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir sagen euch den Server und ja, wir finden dann schon irgendwie zusammen. Würde mich echt freuen, wenn wir größer werden, wenn wir ein bisschen expandieren können. Also dies direkt am Anfang dieses Let's Plays. Habt ihr Bock zu zocken mit uns zusammen? Schreibt es in die Kommentare und wir laden euch ein. So, nun geht's aber auch schon direkt los. Und das Geile an dieser Rüstung hier ist, wir brauchen keine Kältetränke mehr. Denn, mit der Rüstung hier sind wir gegen Hitze geschützt. Ist eine coole Sache. Kommt eigentlich noch ein Vulkangebiet hier? Nee, glaube ich nicht, ne? So, und aktuell ist die Verbindung mal wieder top, top. Alles grün da oben. Thundersand. Ja, der English-Patch hilft auch noch fröhlich weiter. Bis auf, dass es jetzt gerade hier ein bisschen Hardware-seitig leckt. Oder ist das der Controller? Jedenfalls können wir uns jetzt die Hitzetränke sparen. Sollte ich mir merken, wäre jetzt Nacht gewesen... Nee, die Kältetränke. Wäre jetzt Nacht gewesen, hätte ich mir... Naja. Hat noch ein paar Tränke reinpfeifen müssen. Ach, da geht's schon los. Komm her. Was ist denn los heute? Warum ist die Hardware denn so langsam? Und alle mal aufpassen. Hä? Ich habe nicht getroffen? Drecksvieh. Ich habe es wieder nicht getroffen. Na toll, da fliegt er uns an uns vorbei. Ja, toll, da... Ich hätte doch vielleicht mit Langschwert kämpfen sollen. Die Langschwerter gefallen mir auch sehr gut, aber, naja, ich habe jetzt erstmal verdammt viel Silber ausgegeben. Für all meine jetzigen Waffen. Und die zeige ich euch auch gleich mal, eben zwischendurch. Oder denke ich mal nachdem wir den Young-Dingster-Bumster besiegt haben. Tada! Haut der ab. So, und jetzt gucken, ob wir es richtig gelesen haben. Ich zeige euch mal kurz hier unter den Einstellungen. Hier seht ihr, wir haben Heat Resistance, also Hitzeresistenz. Und irgendwas mit Crit, was ich nicht ganz verstanden habe, aber passt schon. So. Dafür sind wir, glaube ich, anfälliger gegen Wasser mit der Rüstung. Ach, hallo Kamine! Huch. Fängt ja gut an. Macht er direkt alles kaputt. Egal, die anderen kämpfen sich da gegen den kleinen Dingsterbumster kaputt. Ich matsch den Kamine währenddessen. Na, ah, gesehen. Da konnte ich nicht mehr aufhören. Gut, schauen wir mal, dass wir den auch noch looten können. Die hauen den ja jetzt wahrscheinlich voll zu Brei.
Ja, wusste ich's doch. Looten wir uns aber erst noch an dem Gendrum leer. Zack. Ich finde es schade, dass die Google Translate Translation, die benutzt haben, halt letzten Endes die Namen nicht wirklich so einträgt, wie sie eigentlich vielleicht sein sollten. Wie Kramino und so, sondern die heißen irgendwie Thunderbird und bla. Zum Beispiel der Keso ist Thunderdragon. Ups. Ah, das gibt's doch nicht. Aber die Rüstung schützt natürlich nicht vor endlosen Schaden. Aufpassen, der macht halt noch ordentlich Schaden. Und er kommt näher. Nein, ich muss hier wegrollen. Oh, sie haben ihn aufgehalten. Die Daily, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, ist einfach: besiege den Kramin innerhalb von 20 Minuten. Und das sollte möglich sein. Und da hüpft er davon. Ja, umgekippt. Nein. Da ist er schon kaputt. Hunting Success. Und da oben haben wir die Long Lake heißt der. Nee, Quatsch. Long Lake ist ja das Long Lake Toe oder wie auch immer das heißt, ist das Gebiet, wo wir hin müssen. Oder wo wir die Quests immer annehmen. Ach, da heißt Shara Bird. Angeblich, laut Google Translation. So, können wir noch irgendwas schnell sammeln? Da sind ein paar Blumen, die nehmen wir mit. Und ich war so frei, mir ein paar, da oben seht ihr es, 10 goldene Spitzhacken und 10 goldene Dings zu kaufen. Und ihr seht es auch an den Hand des Silber da unten. Ich habe ein bisschen Silber gekauft. Es gibt solche Taschen, wo random Silber rauskommt. Und das lohnt sich teilweise mehr, wenn man zum Beispiel Rüstungen und Waffen aufrüsten will, als wenn man die im Auktionshaus exchanged. Also im Auktionshaus kriegt man halt gegen bezahlte Marken, kriegt man halt umgetauscht in Gold. Gold ist halt wichtig, wenn du im Auktionshaus kaufen willst und so, aber Silber reicht für die NPCs, für Waffen und so weiter vollkommen aus und da bist du billiger, wenn du diese Säckchen kaufst. Aber da waren wir mal mega schlecht. So, direkt wieder ein paar Sachen gesammelt. Gib mir noch mehr. Und ich habe jetzt schon eine Wasserwaffe dabei, die wir auch voll aufgepowert haben mit Runden. Denn der Gegner, den wir jetzt besiegen, der Giant irgendwas, bla, der ist, ja, der ist gegen Wasser allergisch. Können wir jetzt eigentlich im Catfood sehen, was wir dafür bekommen? Hallo? Ja, können wir sehen, was wir bekommen? Nö. Na super. Egal, wir nehmen das wieder. Und überspringen das Ganze. Das kennen wir ja jetzt auch schon, die Szene. Ja, Ärmel hochkrempeln, ohne die Ärmel hochzukrempeln, ist sehr sinnvoll. Erstmal schön mit diesen komischen Fischflossen ab ins Essen. Tada! Irgendwas ab. Sehr schön. Ja, liebe Leute, ist soweit. Wir gehen auf diese Jagd. Kriegen wir dafür auch Marken? Ja, kriegen wir auch Marken. Okay, sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir wen finden. 12 Sekunden. Nochmal bei Ken vorbeischauen. Ken Blackheart.
Ach, geht schon los. Dann packen wir eben alles ein und jagen. Sehr schön, diesmal eine Vierergruppe. In dem, in der Quest-Story, wo wir den das erste Mal gesehen haben, haben wir ja nur mit einem zusammen, glaube ich, gekämpft. Oder ich habe es alleine gemacht in der Aufnahme. Hinterher habe ich es dann nochmal, als ich diesen Charakter hier hochgelevelt habe, ein zweites Mal natürlich dann mit jemand anderem zusammen gemacht, weil es dann etwas einfacher war. So, sind wir wieder... Nein, wir sind in einem anderen Gebiet. Huch. Easter Lakeland. Huch. Werden wir einfach irgendwo rausgeworfen? Ist ja genial. Gut, schön, dass wir unser eigenes Buff-Food-Zeugs und so haben. Dann wollen wir doch mal suchen. Wo ist er denn? Hier ist er nicht. Die anderen stehen auch nur doof auf dem Feld 9 rum. Ach nö, ey, ernsthaft jetzt? So, dürfte ich jetzt bitte da hochklettern? Oh, ey, gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Danke. Warum stehen wir noch auf den anderen Feldern rum? Irgendwie bin ich skeptisch. Auf dem Feld auch nicht. Gucken wir mal auf der 3. Gegebenenfalls gehen wir mal gucken, was sie da machen. Gibt's doch nicht. Ach, echt? Ist der da? Warum wird mir das nicht angezeigt? Die hätten ja auch mal ruhig was sagen können. So, komm her. Sehr schön. Läuft doch echt gut. Die Waffen, die der hier hat, die sind so übel, die paralysieren so hardcore. Und wir wissen ja, der kann ordentlich Schaden austeilen, also müssen wir gut aufpassen. Super, der Bogenschütze hat ihn schon wieder umgeschubst. Und ihr seht's, paralysiert. Ich glaube, die kann man sich im Shop kaufen, die Waffen, und die sind echt der Hammer. Pock, 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 pock. Oh oh, Glück gehabt. Und er fällt schon, er humpelt schon. Und Schwung. Lol, ist er auf mich draufgefallen. Und er haut ab. Wohin? Der Wassereffekt am Arm, der ist so cool. Hey, wir haben schöne Fingernägelchen. Da lang. Ich weiß zwar nicht, was sie da schreiben, aber egal. Wahrscheinlich sind sie durchgeflogen auf die 6.
Nein! Was? Alter, der hat mich jetzt gerade instant down gehauen. Habe ich irgendwas verpasst? Und der ist zurück ins Lager gerannt? Hä? Oder ist er auch drauf gegangen? Ach so, okay. Es gibt auf dieser extra Hardcore-Version keine, keine Tränke, keine Kisten, kein gar nichts. Also sind wir komplett auf uns allein gestellt. Ich weiß gar nicht, ist der auch drauf gegangen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Krasse Scheiße. So. Und. Köpper. Oh, das muss wehtun, mit dem Gesicht voranzulanden. Wurde der von dieser Scheiß-Dings paralysiert? Jetzt habe ich Respekt vor dem Vieh. Nein, 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 nein. Ich habe keine Gifttränke dabei. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Nein, hör auf, hör auf. Wow. Nein. Gott sei Dank guckt er mich an und gurgelt sein Feuer. Lieber immer dafür sorgen, dass wir volle Leben haben. Oh. Ich glaube, ich habe keinen Schleifstein dabei, oder? So, jetzt aber. Dein Ende naht. Sehr schön. Das auch noch. Wir müssen die Waffe nachschleifen. Scheiße. Okay, gucken wir mal. Wir haben dabei. Aber so kann ich nicht schleifen. Nicht so lange der hier am Rumwüten ist. Vielleicht jetzt. Nein, hat. Oh, er hat ihn umgekickt. Das ist doch. Jetzt ist ein guter Punkt. Bam. Wow. Da habe ich nochmal Glück gehabt, bin durch seine Beine durchgeflutscht. Nix da. Not on my watch, bitch. Scheiße. Der hält echt viel aus. Und stolpert viel. Nein, er hat mich noch erwischt. So ein Mist. Na komm, gib schon auf.
Alter, sein Kopf ist schon total ruiniert. So, und noch einmal aufladen. Nein! Okay, wir haben ihn. Ja! Wir haben irgendwas reached. Also das Wissen, Knowledge, Elite, irgendwas. Egal. Ein wenig looten haben wir uns verdient. Tja, sehr schön. Hat doch genau in die Folge gepasst. So, schnell noch ein paar Kräuter mitnehmen. Muss sich auch lohnen, dass wir 2 Marken dafür gebastelt haben. Und ein paar Herbs sammeln. Noch keiner online derzeit. Alle off. Und noch einmal, weil es so schön war. Zack. Der Schlag ist so imber. Tja, ich mit meinen kleinen 40%. Die anderen sind alle viel, viel besser. Schöne Ausbeute. Mal gucken, ob wir dafür noch irgendwelche Rüstungsteile bekommen. Oh, wir sind im Hunter-Rang gestiegen. Hunter-Rang 9. Juhu! Ja, jetzt heißt es, die anderen Monster alle freischalten nach und nach. Heißt, farmen, 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 bis wir genug Marken haben für das nächste. Und ansonsten, ja, mal gucken. Es gibt, glaube ich, in der Gilde auch noch irgendwie Monsterjagd, Arena und so weiter. Vielleicht können wir, wenn wir jetzt mit der Gilde unterwegs sind, da auch mal irgendwas basteln, machen. Und Punkte farmen, habe ich auch richtig gesehen. Man kann, glaube ich, in der Gilde, hatten wir ja damals in einer der Folgen gesehen, als wir da zufälligerweise in dem Gildengebiet waren und aus Versehen eine Gilde aufgemacht haben, ohne dass wir es wussten oder verstanden haben. Ach, übrigens, wir können es ja abgeben. Zack. Ja, und dann habe ich jetzt noch eine offen oder so. Na gut, da kann ich jetzt auch alleine gehen. Da gibt es jetzt nichts mehr Interessantes. Für heute beenden wir erst einmal mit der Aufnahme und ich gucke, was ich morgen Lustiges mache. Aber zuerst noch einmal hier im Shop auf F6 könnt ihr mal selber schauen. Da gibt es dann unter... Hier, das ist der Goldpot. Ihr könnt dort bis zu 38.000 Silber rausbekommen für halt 480 dieser Marken. 3.000 Marken gibt es für 4,57 €, glaube ich, oder so war das in Dreh. Kann man sogar mit PayPal zahlen. Vielleicht mache ich euch mal ein Tutorial, wie man, wenn ihr Bock darauf habt, wie man Ingame-Sachen kaufen kann. Hier gibt es wirklich ein paar schöne Sachen, wo ich mir auch überlegt habe, Moment, mal gucken. Kann man hier die Waffen? Nee. Gibt es generell nur ein Waffenthread oder sowas? Ich glaube nicht. Hier gibt es Megafone und so weiter. Ja, das wäre natürlich auch noch eine schöne Waffe. Aber... Nö. Ja, liebe Leute. Dann mal an dieser Stelle werde ich jetzt einmal beenden und mich fröhlich auskaufen. Achso, ihr habt Mali übrigens noch nicht gesehen. Mali hat auch neue Rüstung. Die habe ich aber mal nicht über im Dings gekauft, sondern... generell beim Katzenhändler. Jo, ich glaube, jetzt kann er mal ein bisschen mehr Schaden machen. Gut, also dann aber wieder wegmachen. Dann jetzt halt der Endscreen. So. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar. Abo und Abo, Abo, Abo. Würde mich echt freuen, dann der nächste euer irgendwie hier. Der hat abonniert. Da freue ich mich immer tierisch, wenn es am Handy bimmelt und ein Abo-Nachricht kommt. Ja. Ich glaube, ich bin durch. Ich danke euch. Bis dann. Ciao.